jeden Tag Bälle geschlagen, bis ich dann gesagt habe, ich brauche nicht mehr studieren, ich möchte Golflehrer werden. Für mich ist Golf der geilste Sport auf der Welt und Golflehrer ist einfach die Erfüllung meines Berufslebens. Wirklich so ein Hobby zum Beruf zu machen, sehe ich als ganz großen Luxus an. Das ist was Neues, was wahnsinnig Interessantes für mich und fand wahnsinnig schnell daran Spaß, anderen Leuten auch zu erklären, warum Golf so schön ist. Wenn man das als Leidenschaft empfindet, dann kann man das mit viel Spaß und Begeisterung machen und das merken, glaube ich, auch die anderen Leute. Anzukommen beim Schüler, die Begeisterung in seinen Augen zu sehen, glücklich zu machen, das ist für mich der größte Lohn. Also das Tolle ist erst einmal, dass man mit lauter coolen Typen, die gleichgesinnt sind, zusammen ist. Man hat tolle Leute kennengelernt, die einen wirklich die 3 Jahre jetzt begleitet haben. Also nicht nur kennengelernt, sondern man hat Freunde bekommen. Man muss Lust und Bock auf andere Leute haben, auf andere Menschen haben. Ich habe jetzt einen Traum erfüllt und bin halt nach 3 Jahren echt K.O., kaputt, aber wahnsinnig glücklich. Ich kann als Golflehrer auf der Range arbeiten, aber vielleicht auch mal irgendwann anstreben, Director of Golf einer Anlage zu werden oder in den Leistungssport zu gehen. Arbeiten mit Menschen in der freien Natur auf dem schönsten Gelände, was man sich vorstellen kann. Und für mich ist es der absolute Traum. Mir irgendwann vorzuwerfen, ich habe es nicht probiert, das würde ich keinem raten. PGA jetzt!